Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WWE 2K16 Wrestler-Profil, und heute machen wir Here Comes the Money. Money, 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 money. Dollar, 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 Shane McMahon, aka Shane Brandon McMahon. Am 15. Januar 1970 ist er geboren, er ist 46 Jahre alt, kommt aus Gaithersburg, Maryland, ist 1,87 Meter groß, aktueller SmackDown Commissioner, wie man es ja weiß. Ja, Shane McMahon am Anfang war, wie man ja weiß, ist er eigentlich kein gewöhnlicher Wrestler. Ist einfach gewesen der Mann, der eigentlich mehr hinter den Kulissen getätigt hat, sehr viele Arbeiten gemacht hat und auch vieles bewegt hat. War dann erstmals im WWE-TV zu sehen, als Ringrichter bei einer Fernsehshow der WWE. Ja, und hatte ein paar Mal Referee agiert, wie zum Beispiel beim Royal Rumble 1991. Im Main Event war er zum Beispiel tätig. Ab 1998 ist er dann selber als Wrestler aktiv gewesen. Nächsten Jahren war er dann mehr hinter den Kulissen aktiv, kann man so viel sagen. Und ja, hatte mehr so Rollen gehabt, wie zum Beispiel als Manager, als Kommentator oder auch als Ringsprecher. War auch als Special Guest Referee am Start, wie zum Beispiel bei Over the Edge 1999 im Match Undertaker gegen Stone Cold Steve Austin, wo er zugunsten des Undertakers entschieden hat. Kann man so viel sagen. Auf jeden Fall, ja, Shane McMahon hat auch viel mit seinem Vater zusammengearbeitet, manchmal gegen ihn, öfters auch für ihn. Gerade am Anfang ein bisschen mehr zusammengearbeitet, wie man ja weiß. Ja. War auch natürlich auch in Matches verwickelt mit seinem Vater zusammen, wie zum Beispiel bei diesem einen Match, wo es um die WWE geht, also entweder Stone Cold Steve Austin oder Vince McMahon, was Vince McMahon mit Shane McMahon zusammen gewonnen hat und so weiter und so fort. Diese Storyline kennt man, denke ich mal, auch sehr, sehr gut. 1999 hielt er auch sogar den WWE European Title für 126 Tage. 2000 hielt er sogar den Hardcore Title für 6 Tage. Und ja, was auch teilweise Storyline-mäßig war, dass er nicht nur in Einzelfäden, gerade auch McMahon-Fäden waren sehr, sehr beliebt. Wie zum Beispiel als Shane McMahon in der Storyline-Bezug die WCW gekauft hat. Und Stephanie McMahon hatte die ECW, und daraufhin bildet man sich eine Alliance, die dann zur Survivor Series geendet ist. Zwischendurch gab es bei WrestleMania 17 ein Match zwischen Vince McMahon und Shane McMahon, was ja, Shane McMahon gewonnen hat. Bei WrestleMania 17, soweit ich weiß, hat Vince McMahon noch kein einziges WrestleMania-Match gewonnen. Genau, und bei der Survivor Series gab es dann, ja, diesen Storyline-Payoff, wo es Alliance gegen WWE war, was letztendlich die Alliance verloren haben. Und so weiter und so fort. Und daraufhin hat alles Vince McMahon gehört. Und danach hatte Shane McMahon natürlich auch einige Storylines und hat auch Matches bestritten. Was natürlich größtenteils bekannt sind, sind natürlich seine wahnsinnigen Bumps. Wie zum Beispiel beim SummerSlam 2000, wo er aus großer Höhe gefallen ist. Also, wo er quasi, versucht hat, zu entkommen, und dann wurde halt mit dem Stock geschlagen und fiel dann aus großer Höhe. Dann natürlich Backlash 2001, der Leap of Faith Jump vom Titantron, wo er runtergesprungen ist. Ja, den Move kennt man ja auch. Dann natürlich King of the Ring 2001, wo Kurt Angle durch Glasscheiben geschmissen hat. Eigentlich sollte er durch Fake Glasscheiben schmeißen. Letztendlich hat Kurt Angle durch richtige Glasscheiben geschmissen, was auch krass ist. Ein harter Bump, den er eingesteckt hat. Und natürlich auch zum Beispiel auch 2003 ein Leap of Fate Fail vom Titantron gegen Kane, was auch nicht gut funktioniert hat. Also man merkte schon, dass er für solche Bumps sehr, sehr bekannt war und solche Bumps auch gerne genommen hat. Und das auch gerade auch immer so ein bisschen die Fehde mit beigetragen hat, dass die auch interessant wurde. Dann ist er dann für ein paar Jahre wieder ein bisschen rausgeschrieben, hat sich wahrscheinlich den Körper erholen lassen und so weiter und so fort. Was natürlich völlig verständlich ist, wenn man überlegt, was er für Bumps alles eingesteckt hat. Und ja. Hä? Was mache ich da? Ich wollte den... Naja, gut. Wenn es so ist, dann machen wir einfach noch weiter. Genau, 2006 kehrte er zurück, im Bezug der Fehde von Vince McMahon gegen Shawn Michaels. Hat er dann ein bisschen seinem Vater geholfen. Daraufhin kam dann auch Triple H noch in der Zeit zurück und hatte dann die Fehde DX gegen McMahon gehabt, was DX gewonnen hat. Spirit Squad war auch noch eingebunden.
Dann ist er dann wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, hatte ab und zu mal Auftritte gehabt. 2009 ist er dann wieder, so kann man sagen, vorerst letzten großen Akt. Und zwar war er in der Fehde mit Randy Orton verwickelt, was dann zu No Way Out entwickelt. Also es war ja so eine McMahon-Storyline, McMahon gegen Orton-Storyline. Und ja, Shane McMahon war auch dabei und hatte dann bei No Way Out ein No-Holds-Barred-Match gehabt gegen Randy Orton, was Shane McMahon verloren hat, den damaligen Rumble-Sieger. Und bei Backlash hat er auch noch ein Match gehabt, beim Six-Man-Tag-Team-Match, wo er auch unterlag. Und ja, genau. Und daraufhin verließ er auch dann 2009 das Unternehmen und hat sich dann anderen Dingen gewidmet, hat dann viele Sachen außerhalb gemacht, ja, Firmen aufgebaut und so weiter und so fort. Und letztendlich, scheiße, ich habe gar nicht auf Countout, ach verdammt, egal, lassen wir es so stehen. Auf jeden Fall hatte man einen anderen Endscreen. Auf jeden Fall ist er dann für ein paar Jahre nicht zu sehen gewesen. 2016 kehrte er wieder zurück, als, ja, nach, ich glaube bei der Raw nach Fastlane, glaube ich sogar, ist er dann zurückgekommen und bestritt bei WrestleMania 32 vor über 100.000 Leuten im AT&T-Stadion ein Hell in a Cell Match gegen den Undertaker und hat er da auch wieder einen riesigen Bump ausgeführt. Und zwar ist er vom Käfigdach aufs Kommentatorenpult gesprungen, was nicht funktioniert hat. Dadurch hat der Undertaker dieses Match gewonnen. Es war auch eine Stipulation, wenn Shane McMahon gewinnt, hatte die Kontrolle über Monday Night Raw. Obwohl er auch verloren hat, muss man so viel sagen, hat er trotzdem die Kontrolle bekommen die nächsten Wochen. Bei Payback von 1. Mai 2006 teilte Vince McMahon beide die Kontrolle über Raw, also Shane McMahon und Stephanie McMahon haben dann Raw zusammen geleitet. Dann bei der Raw-Ausgabe vom 11. Juli 2016 wurde er, da ja bald der Draft kommt, ja, in getrennte Kader, wurde er zum Commissioner von SmackDown Live ernannt. Dafür musste er seinen Posten bei Raw abgeben und so weiter und so fort. Und ja, musste es auch einen General Manager benennen, der letztendlich Daniel Bryan war. Und ja, zusammen mit ihm leitet er quasi der Blue Brand SmackDown Live. Und das ist quasi die Karriere von Shane O'Mac. Ja, Besonderes, er ist bekannt für krasse Bumps, das habe ich ja schon erklärt, welche zum Beispiel, hat einen Universitätsabschluss in Mass Communications, also Medien und Kommunikation, stand hinter den Kulissen der Abteilung für Global Media vor und war der führende Kopf hinter dem Start von WWE.com 1998. Wie ich schon gesagt habe, also diese Webseite, die es heute gibt, da war Shane McMahon quasi der Kopf dahinter, weil er es halt, wie gesagt, man sieht ja, er hat es studiert und dafür war er auch sehr tätig, dafür, dass es WWE.com heute gibt. Natürlich, jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, nicht mehr ganz so aktiv, aber er hat es damals mit aufgebaut. Genau, Titel hier gewonnen hat, WWE Hardcore-Titel und WWE European-Titel. Meine Meinung zu Shane O'Mac. Ich habe vor diesem Mann riesen Respekt, also gerade was der, man muss überlegen. Er ist der Sohn von Vince McMahon. Der Sohn von Vince McMahon. Vince McMahon, ein reicher Mann, der so viel Geld hat, der, glaube ich, gefühlt so viele Familien versorgen kann, wie auch ein Shane McMahon und so weiter. Und er ist der Sohn von Vince. Und allein schon der Sohn von Vince zu sein, macht ihn schon bekannt und verdient sein Geld, egal. Und trotzdem hat er, obwohl er Vince McMahon als Vater hatte, hat er trotzdem die ganzen Bums gemacht, wollte sich selber einen Namen machen. Er hat sogar die WWE verlassen, um eigene Geschäfte aufzumachen und so weiter. Das war unabhängig von der WWE, was man auch erstmal machen muss. Das machen ja viele ja nicht, was ihr gutes Recht ist, muss man so viel sagen. Also leben und leben lassen in dem Sinne, würde ich mal sagen. Und jeder sollte halt tun, was richtig ist. Und wenn er, ja, oder wenn man halt so einen bekannten Namen hat, dann kann man ihn auch irgendwo ausnutzen für eine gute Sache, nicht für dreckige Sachen, für miese Sachen. Aber das, ja, ich rede mal jetzt nicht vom Thema. Aber auf jeden Fall Shane McMahon, auf jeden Fall riesen Respekt, dass er trotzdem seinen Arsch aufgerissen hat, trotzdem versucht, uns zu halten. Und man erinnert sich jetzt nicht nur an Shane McMahon quasi, ja, der ist nur der Sohn von Vince McMahon und das war's. Nein, man erinnert sich an Shane McMahon, der Mann, der zum Beispiel so, dass er seinen Körper so krass riskiert hat, wenn man sich überlegt, was er für Sprünge gemacht hat, wenn man sagt, da schmeißt er einfach Glasscheiben, Alter. Das ist mal auch eine Hardcore-Legende. Natürlich ist Mick Foley zu Recht eine Hardcore-Legende. Braucht man nicht drum zu reden, aber Shane McMahon ist auch eine Hardcore-Legende, kann man so viel sagen. Wenn man überlegt, was der für Bums eingesteckt hat. Also da hätte auch eventuell auch sein Leben zu Ende sein können, wie zum Beispiel auch bei Mankind.
Und dafür habe ich riesen Respekt. Wrestlerisch war er gar nicht so schlecht. Am Mike fand ich ihn super. Die Gimmicks fand ich nicht schlecht. Und charismatisch, also Ausstrahlung hat er auf jeden Fall. Also hat er immer super verkörpert. Und wie gesagt, die damaligen Storylines, die ich so verfolgt habe, wie Ministry of Darkness, die wird McMahon finden und so weiter und so fort, hat immer sehr, sehr gut verkörpert, fand ich ihn immer super. Und wie gesagt, ich mag Shane O'Mac, er ist super. Viele, zum Beispiel auch ein Jonas, findet ihn ja auch, er ist sein Lieblingswrestler und einer der unterbewertetsten Wrestler aller Zeiten. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen würde, aber für ihn zumindest ja, ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall kann ich mir auch natürlich auch vorstellen, dass Shane McMahon auch so, gerade, ich denke mal, so geschäftlich hat er viel Ahnung, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht ganz genau. Wenn jetzt mal Vince McMahon, sagen wir mal, stirbt. Natürlich, ich wünsche es nicht. Ich wünsche es keinem. Das ist ganz klar. Aber wenn es passieren sollte, würde ich sagen, dass Shane McMahon so der geeignete Mann wäre, so die Geschäftsführung zu übernehmen. Jetzt nicht unbedingt das Booking, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber gerade, weil Vince McMahon ja auch die Geschäftsführung macht, also ist er CEO. Also CEO, also nicht COO, also CEO. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er zum Beispiel die Nachfolge vertreten kann, weil ich weiß nicht, ob ich das Triple H zutrauen kann. Also Triple H Booker kann ich zutrauen, Stephanie McMahon eventuell auch, aber gerade Shane McMahon könnte ich mir so als Geschäftsführer vorstellen von der WWE. Auch wenn man natürlich sagen muss, es gibt ja Stories, dass ja Shane, Triple H und Stephanie McMahon gegeneinander sich nicht mögen. Ob stimmt, das weiß man nicht. Wenn es da sein sollte, dann ist es natürlich problematisch, das als umzusetzen. Aber Shane McMahon kann ich mir so vorstellen, theoretisch. Aber erstmal soll es der Vince machen. Vince, sag ich mal so, ich mag ihn zwar. Er soll als Booker zurücktreten, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, den Tod wünsche ich ihm nicht. Wünsche ich keinem, egal wie sehr ich diese Person mag oder wie sehr ich die Person nicht mag. Keiner hat es verdient. Und ja, jeder Tod ist natürlich eine traurige Sache. Aber gut, das ist das Thema. Ich will jetzt nicht mit so einem traurigen Ende anfangen, sondern mit Shane McMahon. Money, 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 ich finde seinen Dance geil. Also sein Entrance ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie er da reinkommt, immer rein dance, das ist auch immer sehr, sehr nice. Und wie gesagt, ich habe vor diesem Mann riesen Respekt, was der alles geleistet, was der so für Bumps eingesteckt hat. Auch wenn ich sagen muss, der diesjährige Bump hätte nicht sein müssen, weil das Match einfach nicht wert war. Ja, das Match auch als riesiger Undertaker-Fan. Nein, nein. Das war nicht gut. Aber, na gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt diese Folge für heute und ich würde mal sagen, bis nächstes Mal, haut rein und ciao.